Herzlich willkommen zu meiner Präsentation Die Kraft der Aloe Vera. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin die Marianne Keller, diplomierte Ernährungscoach und ärztlich geprüfte Fastenbegleiterin. Und seit vielen, vielen Jahren trinken meine Familie und ich täglich das Aloe Vera. Die Aloe Vera ist keine Wunderpflanze, aber eine wunderbare Pflanze. Sie ist als älteste Heilpflanze seit Jahrtausenden von Jahren bekannt und ich gebe euch gleich einige interessante Beispiele. Die ersten Aufzeichnungen sind vor 6000 Jahren aus Ägypten. Die Aloe Vera war bekannt für Gesundheit, Schönheit und Unvergänglichkeit. Wer hat heute nicht gerne natürliches Anti-Aging? Sie ist auch bekannt als Pflanze der Unsterblichkeit. In der anthroposophischen Medizin war sie bekannt für die Fähigkeit, das Wasser zu organisieren. Die Aloe kann durch ihre feste Hülle und ihrem Adersystem die Flüssigkeit wunderbar schützen. Der Pfarrer Kneipp nahm und nimmt die Aloe Vera in Verbindung mit Kneippkuren. Und Hildegard von Bingen, die bekannte Benediktinernonne, verwendete die Aloe als Heilmittel. Und der Christoph Kolumbus ist mein geschichtlicher Liebling, denn er nahm die Pflanze im Topf als Allheilmittel mit, so genannt als Arzt im Topf. Die Besatzung war ja monatelang auf See. Die Aloe wurde gegessen für fehlende Vitamine und bei Blessuren erfolgreich eingesetzt. Die Aloe ist kein Kaktus. Unsere Aloe Vera Barbadensis Miller gehört zum Liliengewächs und ihre botanischen Geschwister sind der Knoblauch und die Spargel. Sie wird in der Dominikanischen Republik angebaut und benötigt 1000 Sonnentage, bis man die äußeren Blätter von Hand ernten kann. Über 1000 Sonnentage, das heißt pure Sonnenenergie für dich. Unsere Aloe werden ohne Düngemittel und Pestizide angebaut. Was mich immer wieder fasziniert, ist, dass wir lebendige Ziegenherde als natürlicher Unkrautvertilger haben. 90% der weltweiten Aloe Vera Produktion geht durch Forever Living Products. Unsere Produkte haben immer als erste Basis die Aloe Vera. Nicht nur kleine Teile, sondern wirklich die Hauptbasis. Darum sind wir die Aloe Vera Company. Wir verwenden nur das reine Blattmark. Die Rinde enthält Aloin. Das ist ein Bitterstoff und ist der Grund, dass die Aloe nicht von Tieren gefressen wird. Unsere Ziegen knabbern also schön nur das Unkraut weg. Aber die Rinde eignet sich hervorragend als natürlicher Dünger. Darum kommt sie zurück auf die Felder. Ein wichtiger Aspekt für eine Aloe Vera ist die schnelle Verarbeitung. Unsere Aloe wird von Hand geerntet und wird innerhalb von 6 Stunden weiterverarbeitet. Denn die wichtigen Nährstoffe würden ansonsten rapide sinken. Unsere Verarbeitungsanlagen sind bei den Plantagen, um dies zu gewährleisten. Unser Aloe-Getränk enthält über 160 Vital- und Nährstoffe. Ich kehre hier den großen Vorteil hervor, dass das Aloe-Getränk nicht von Menschenhand zusammengemixt ist, sondern eine wundervolle Zusammensetzung, Komposition der Natur. Es ist eine, und so bleibt es auch in der Balance, weil wenn man zu viel von den einen Nährstoffen hat, kann es ein Ungleichgewicht geben. Das passiert hier nicht, da es von der Natur gemixt ist. Eine Ausnahme von den Nährstoffen mache ich noch, also ich nenne hier nicht alle einzeln, und zwar ist es das Acemanan. Dieser Wirkstoff besitzt die Fähigkeit, sich direkt in den Zellwänden des menschlichen Körpers einzulagern und so den Heilungsprozess zu unterstützen, sowie einen Schutz gegen Parasiten, Bakterien und Viren zu bieten und dadurch das körpereigene Immunsystem zu unterstützen.
Eine ausgewogene Ernährung verhindert Heißhunger und Gelüste, denn ist der Körper mit genügend Vital- und Nährstoffen versorgt, muss er nicht nach Nachschub schreien. Mit Aloe haben wir einen aktiven Stoffwechsel, denn Vitamine sind an über 100.000 Stoffwechselabläufen beteiligt. Sehr gut kommt uns das auch im Thema Gewichtsmanagement Clean9 zugute. Hier komme ich auf das Thema Säure-Basenhaushalt. Viele haben schon davon gehört und einige wissen vielleicht nicht, was genau es ist. Vorab, unsere Aloe ist basisch. Zum Verständnis. Haben wir hier die basische Ernährung und hier die säurehaltige Ernährung? Ja, wir sollten 75-80% basisch essen. Wie sieht das bei dir aus? Wir alle essen zu viele säurebildende Lebensmittel. Dazu gehören Brot, Teigwaren, Fleisch, Wurst, Milchprodukte. Basenspendende Lebensmittel sind Gemüse, Früchte und so weiter, wenn wir sauer werden, wenn wir übersäuert sind, bedeutet das nichts Gutes für unsere Gesundheit. Risiko, Bluthochdruck, Arthrose, Übergewicht, Knochenprobleme, Haarausfall und so weiter. Unser Körper benötigt für die Neutralisierung zu viel aufgenommener Säure wertvolle Mineralstoffe. Und dies kann dann wirklich zu einem Mangel kommen. Hier weise ich wieder darauf hin, basische Nahrungsergänzung umso wertvoller und das ist unsere Aloe Vera. Thema Sonnenenergie möchte ich noch sagen, dass ihr mit jedem Schluck Sonnenenergie trinkt, die wir hier in unserem Breitengraden nicht immer im Übermaß haben. Pflanzen, deren Stoffwechsel wesentlich auf Sonnenlicht, Photosynthese beruht, sind in besonderer Weise Lichtspeicher und können als Nahrungsmittel die gespeicherten Biophotonen an den menschlichen Körper wieder abgeben. Die Aloe hat eine ausgleichende, harmonisierende und regenerierende Eigenschaft. Das bringt dich in Einklang und in die Balance. Die Aloe wirkt gegen Bakterien, Viren und Pilzen, sowohl innerlich wie auch äußerlich, und das gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Die Aloe Vera kann das Immunsystem aufrechthalten, ein wichtiger Teil also für viele, viele Menschen, die anfällig sind, auch prophylaktisch zu nehmen. Unser Aloe-Getränk enthält für die Stabilisierung noch mehr Vitamin C, auch sehr immunsystemfördernd. Ich möchte hier auch noch etwas erwähnen, der Darm. 80% der Krankheiten entstehen im Darm. Hier also große Aufmerksamkeit schenken. Die Aloe Vera sorgt für eine verbesserte Darmfunktion. Die Ansiedlung günstiger Darmkeime wird gefördert. Blähungen und Unwohlsein können reduziert werden. Mit Aloe Vera den Darm reinigen. Kennen wir ja auch durch unser Clean9. Darm und Hirn. Unser Darm ist unser zweites Gehirn und steuert nicht nur die Verdauung, sondern auch unsere Gefühlswelt. Darm und Hirn haben Komponenten. Das haben Studien in der letzten Zeit erwiesen. Unsere Psyche tut unser Aloe sehr gut. Dann noch Darm und Haut haben Komponenten. Hast du gewusst, dass der Darm und die Haut in der embryonalen Phase aus demselben Keimplatz gebildet werden? Die Haut stülpt sich nach außen, der Darm bleibt innen, also nicht nur Hautprobleme äußerlich behandeln, sondern auch immer Fokus auf den Darm. Unsere Aloe ist ein großer Feuchtigkeitsspender. Was heißt das nun? Hast du schon mal ein Aloe-Blatt angefasst? Wie fühlt es sich an? Ja, straff und prall gefüllt. Wer möchte nicht so eine straffe, pralle Haut und Bindegewebe haben? Die Aloe Vera versorgt die Haut bis in die unteren Hautschichten mit Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeit bleibt dort, wo sie hingehört, auch mit zunehmendem Alter. Das hat auch die Kosmetikindustrie gemerkt. Der Jungbrunnen Aloe Vera
pures Anti-Aging. Befeuchtung Schleimhäute. Schneiden wir mal so ein Aloeblatt auf. Dann sehen wir den Inhalt. Schleimig, fädenziehendes Gel und wunderbar für unsere Schleimhäute. Wir bestehen innen drin fast nur aus Schleimhäuten. Alle unsere Organe sind damit ausgekleidet. Der Darm, der Magen, unsere Blase, auch das, was wir sehen, die Nase, der Mund. Hast du schon mal festgestellt, wie es ist, wenn alles zu trocken ist? Schon mal im Flugzeug gelebt? Kein tolles Gefühl. Eine gestörte Schleimhaut im Magen kann zu Gastritis führen. Eine gestörte Schleimhaut im Darm kann bewirken, dass die Nährstoffe nicht mehr aufgenommen werden. Wir verhungern vor gefüllten Tellern sozusagen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es für Aloe keine Barriere-Schranken im Körper gibt. So als wüsste der Körper, das tut mir gut. Diese Gesetze gelten sonst nur für Wasser. Auch die Aloe darf im Körper immer passieren. Unsere Aloe spricht eine Sprache, die unsere Zellen verstehen. Das finde ich extrem eindrücklich. Unsere Aloe-Getränke im Geschmack Berry, Pfirsich oder Natur werden ohne Konservierungsstoffe hergestellt, mit maximalem Aloe-Gehalt. Aloe Natur 99,7%, Aloe Berry 90,7% und Aloe Pfirsich fast 85%. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Übernimm Selbstverantwortung für dich. Achte auf dich. Es lohnt sich. Liebe Grüße von Marianne Keller.